Am 5. September 1902 wird im US-Bundesstaat Nebraska Daryl Francis Zanuck geboren, Gründer und Führer eines der größten Kinoimperien der Welt. Nachdem er als junger Mann an der französischen Front des Ersten Weltkrieges gekämpft hat, kehrt er in die Vereinigten Staaten zurück. Nach dem Klischee vieler erfolgreicher Männer in Amerika beginnt Daryl seine Karriere mit untergeordneten Arbeiten als Vertreter und Tellerwäscher. Zwischendurch schreibt er Novellen. Doch dann beauftragen ihn die Inhaber der Filmfirma Warner Brothers, Drehbücher für die neue Serie Rintintin zu schreiben, die einen Hund als Star hat. Von 1924 bis 1929 schreibt Zanuck mehr als 40 Drehbücher unter drei verschiedenen Namen. Im Jahr 1933 beschließt er, sich selbstständig zu machen. Mit der Hilfe und dem Geld der Brüder Schenk gründet er die 20th Century Pictures. Zwei Jahre später wird ihr die Firma Fox einverleibt. So entsteht ein berühmter Filmkonzern. Charakteristisch für Zanucks Produktionsstil ist eine Serie von sozialkritischen Filmen. Ihre Durchführung wird berühmten Regisseuren wie John Ford, Fritz Lang, Joseph Mankiewicz und Elia Kazan anvertraut. Zu den großen Erfolgen der 20th Century Fox gehören Früchte des Zorns, Pinky, Tobacco Road, Viva Zapata und Alles über Eva. Zanuck hat aber auch eine Schwäche für Melodramatik und produziert eine Reihe von Streifen, in denen Tyrone Power die Hauptrolle spielt. Darunter Der große Regen und die berühmten Zorro-Filme. Zu Zanucks bevorzugten Schauspielerinnen gehören Shirley Temple, Betty Grable und Alice Faye. 1955 wird bei der Century Fox ein anderer Produzent groß, Spyros Skouras. Er setzt alles auf CinemaScope. Zanuck geht nach Europa ins Exil. Dort dreht er einige Filme als freier Produzent. Darunter sind Der Mann im grauen Flanell und Zwischen Madrid und Paris. Zanuck denkt ständig daran, den Platz an der Spitze wieder zu erobern. Er arbeitet ein vielversprechendes Monsterprojekt aus, einen Film über die alliierte Landung in der Normandie. Er wird von drei Regisseuren gedreht, mit einem Großaufgebot internationaler Stars besetzt, erhält den Titel Der längste Tag und wird ein Kassenschlager. Mit diesem Erfolg kehrt Zanuck triumphierend nach Amerika zurück. Die 20th Century Fox ist inzwischen in Schwierigkeiten geraten und nimmt ihn wie einen Retter auf. Man vertraut ihm die Produktion eines anderen Kolossalfilmes an, Cleopatra. Zanuck überträgt diese unangenehme Aufgabe seinem Sohn Richard. Cleopatra wird einer der teuersten Filme der Filmgeschichte, zum Teil wegen der Schwierigkeiten mit den Hauptdarstellern Liz Taylor und Richard Burton. Zanuck Senior passieren ebenfalls einige aufwendige Fehlschläge. 1971 zieht er sich, eher unfreiwillig, ins Privatleben zurück. Daryl F. Zanuck, der legendäre Filmmogul mit der Zigarre, stirbt im Dezember 1979.